Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und möchte dich gerne auf eine Lesung einladen aus meinem Buch Maria Magdalena, Herzensweg und Leben im aufgestiegenen Sein. Das ist Band 2 der Maria Magdalena-Erzählungen. Vielleicht kennst du Band 1 schon, Erwachensweg und Leben mit Jeshua. Maria Magdalena ist als aufgestiegene Meisterin, auch als Lady Nada, bekannt und sie hat mich dazu eingeladen, ihren Erwachens- und Erleuchtungsweg zu channeln und aufschreiben zu dürfen. Sie hat mich mitgenommen auf eine wundervolle innere Reise durch ihren Lebensweg, wie sie ihre Herausforderungen in ihrem Leben an der Seite von Jeshua gemeistert hat. Das war wahrscheinlich ihre bedeutsamste Inkarnation auf der Erde, die sie auch so bekannt gemacht hat. Und auch sie ist einen Entwicklungsweg in ihre Erleuchtung hineingegangen, so wie wir alle. Und ihre Erzählungen bieten einfach wundervolle Einblicke, dass auch sie mit Ängsten, mit jeder Menge Problemen und Herausforderungen konfrontiert war und wie sie damit umgegangen ist, wie sie es gemeistert hat, was sie erlebt hat. Sie hat mich da auf eine sehr bildhafte Reise auch mitgenommen. Ich durfte die Stationen ihres Lebens medial tatsächlich mit ansehen. Es war wie ein Dimensionssprung in ihre Zeit zurück. Raum und Zeit sind ja bekanntermaßen eine Illusion. Und wenn wir das Bewusstsein richtig weit öffnen, spielt es auch tatsächlich überhaupt keine Rolle. Durch ihre Erzählungen sind die Energien und Bewusstseinsräume in diese Bücher mit eingearbeitet. Mich haben sie in meinem Erwachens- und Erleuchtungsprozess ein ganzes Stück nach vorn katapultiert. Und aus diesem Grunde sind diese Erzählungen auch gegeben worden. Denn auch du kannst daran teilhaben und kannst die hohe Schwingung dieser Bücher nutzen, ja, um ein ganzes Stück auf deinem Weg auch weiterzukommen. Ich habe mir ein paar Passagen ausgewählt, die ich jetzt gerne lesen würde und lade dich am Ende der Lesung auf eine wunderschöne Übung ein. Dieses Buch ist auch von ein paar Übungen durchsetzt, die dich einladen, dein höheres Bewusstsein ein Stück weit zu erkunden. Und wir gehen auf eine innere Reise zum Schluss, auf der du deinem aufgestiegenen Selbst einmal begegnen kannst, einfach um es schon mal ein Stück weiter integrieren zu können. Das regt den eigenen Weg auch noch mal ganz wundervoll an. Kapitel 1: Die göttliche Vision. Das Licht der Bewusstheit findet seinen Platz in allen empfangsbereiten Herzen und Zeiten auf der Erde. Neue Visionen erreichten mich. Mein Erwachensweg war bereits fortgeschritten. Und ich genoss mein Leben mit Jeshua und unseren Kindern. Eines Abends sah ich in den tiefblauen Nachthimmel und erblickte die vollkommene Schönheit der Sterne. Ich spürte ihren funkelnden Glanz, der sich in mir widerspiegelte. Über mein weites Bewusstsein war ich innigst mit ihnen verbunden und fühlte die Lebendigkeit der Schöpfung in mir. Wie wundervoll und vielfältig sie doch war. Wie nah alles beisammen war, nur für unser Denken schien räumlich alles weit voneinander getrennt. Diese Grenzen hatten sich in mir bereits geöffnet. Ich erfasste mein Umfeld über meine Gefühle und erweiterten Sinne. Als ich in die Sterne blickte, öffnete sich mein Geist noch weiter. Ein helles Licht erreichte mein Herz. Es war eine Vision aus einer Zeit, die von mir aus betrachtet die Zukunft war. Das Licht beinhaltete das zukünftige Potenzial der Erde, so wie es gelebt werden könnte. Zu dem Zeitpunkt meiner Vision befanden sich sehr viele Menschen auf der Erde, eine Bevölkerungsgröße, wie ich sie als Maria Magdalena nie kennengelernt hatte.
Ich spürte unruhige, schwierige Zeiten und mein Bewusstsein glitt einfach durch sie hindurch. Und dann, weiter in der Zukunft, lichteten sich die Schleier wieder und gaben den Blick auf ein reines Land frei. Ich spürte eine facettenreich strahlende Liebe, die inzwischen in den Herzen der Menschheit gereift war. Zunächst erwuchs sie nur in wenigen Herzen, doch dann begann sie sich wie eine große Welle zu verbreiten. Ein Herz berührte ein anderes und die Welle der Herzensliebe breitete sich immer mehr aus. Die Luft war von ihrer einzigartigen Melodie erfüllt. Dieser besondere Klang entstand, wenn das Herz eines Menschen bereit war, seine Göttlichkeit wieder ganz zu empfangen. Mein Herz begann darin zu schwingen und ich verschmolz mit diesen wunderschönen Herzensklängen. Die ewige Melodie der reinen Göttlichkeit erklang in den einzelnen Herzen, wurde verstärkt und schwang durch den Raum, um auch andere zu berühren. Und auch du kannst hier mitschwingen. Fühle dich einfach in die Sätze hinein, in die Energien, das, was sie bildlich beschreibt. Stell es dir einfach vor, wir sind jetzt alle zusammen in diesem Raum der göttlichen Vision. All die Herzen, die geöffneten Herzen der Menschheit schwingen um uns herum und wir baden in diesen Klängen. Die noch verschlossenen Herzen wurden eingeladen, sich dieser Melodie hinzugeben und göttliches Bewusstsein zu empfangen. Ich badete in einem Meer der Herzensklänge und ließ mich in ihnen tragen. Was für eine wundervolle Zukunft. Und diese Zukunft ist jetzt. Das ist etwas, was vor uns liegt. Ich sog die einzigartige Verbundenheit und Liebe tief in mich ein. Die ganze Atmosphäre war davon erfüllt. Ich war unter dem Sternenhimmel und gleichzeitig dort. Zeit und Raum waren weit geöffnet. Mein Bewusstsein existierte in einem ewigen Jetzt-Moment. Ich spürte die um viele Erfahrungen der Menschheit erweiterte Liebe in der Zukunft. Sie war genau hier und jetzt bei mir. Mein Herz wurde so weit. Die Potenziale verschmolzen mit mir. Die Menschen hatten es unter schwierigsten Bedingungen erreicht, dieses wunderschöne Geschenk hervorzubringen. Ich wusste, dass ich deswegen hier war. Mein Herz war mit der Zukunft verbunden. Gemeinsam mit vielen anderen inkarnierten Seelen betteten wir Grundimpulse für ein Erwachen in die verschiedensten Zeitepochen ein, um das Licht dieses Potenzials weiter zu verankern. Dies war die Wirkweise des göttlichen Urversprechens, das einem jeden Wesen ein Erwachen aus der Identifikation mit seinen Verkörperungen zurück in die göttliche Wirklichkeit schenkt. Diese Hilfe durchdringt alle Zeiten und sie wird immer geschehen. Sie sorgt dafür, dass niemand jemals in einer Illusion verloren geht. Sie leuchtet durch alle Dunkelheit hindurch und findet Wege, die Göttlichkeit auch in den Zeiten größter Abtrennung und Unbewusstheit zurückzubringen. Ich lese jetzt nur kürzere Essenzen. Ja, dieses Buch startet mit dieser göttlichen Vision. Das Kapitel geht noch ein paar Seiten mehr und lädt dich einmal in diese allumfassende, wunderschöne, erwachte Herzensschwingung ein. Ja, und auch jeder Mensch, der erwacht und in Richtung seiner Erleuchtung geht, nährt diesen Raum, nährt diese göttliche Vision tatsächlich mit. Das wird dann da auch noch wundervoll beschrieben. Die Reise geht dann weiter in dem Buch. Öffnung der Grenzen von Raum und Zeit, die Kristalle Lemurias. Jenseits der Grenzen von Raum und Zeit, die Erlösung meiner größten Angst. Ja, sie gibt wirklich wundervolle, interessante Einblicke, auch in ihre menschlichen Nöte, die sie immer wieder überwunden hat. Das Loslassen alter Rollen, wie sie sich aus ihren Identifikationen löst. Der Quellcode,
der DNA und wie sie sich vom Massenbewusstsein löst. Dann geht es weiter mit der Geschichte ihrer Mutter, der sie auf höheren Bewusstseinsebenen auf einem anderen Planeten wieder begegnet und die ganz anders als ihre Rolle als Mutter auf der Erde vermuten ließ, als Heilerin in einer anderen Dimension tätig ist und neue Heilweisen dort erforscht. Und Maria Magdalena war selbst sehr erstaunt, ihre Mutter in einer solchen anderen Verkörperung multidimensional wiederzufinden. Eine Begegnung mit ihrer eigenen Tochter folgt und auch Jeshua beschreibt sein Erwachen vor seiner Inkarnation als Jeshua oder auch als Jesus bekannt. Ja, dann geht es weiter, eine Reise durch ihre Leben in den Priesterschaften, in Ägypten, in Lemuria, in Atlantis. Sie beschreibt viele verschiedene Inkarnationen, die sie hatte und wie sie dort Wissen und Weisheit gesammelt hat. Es geht weiter in Erinnerungen, sie gibt Einblicke in ihre Partnerschaft. Eine Reise nach Andromeda auf hohen Bewusstseinsebenen ist mit enthalten. Die Gesänge der Naturwesen, der Abschied von ihrem Vater. Und dann geht es immer weiter in ihr fortschreitendes Erwachen hinein, bis zur Erleuchtung. Ja? Berührung der Göttlichkeit zwischen Himmel und Erde, Erwachen, Vorbereitungen meines Körpers. Das sind weitere Kapitel und Zwischenkapitel, die dann folgen, bis hin zu dem Erleben ihres aufgestiegenen Bewusstseins. Und sie nimmt auch ihren Körper mit. Auch das wird im Aufstieg ihres Körpers dann noch beschrieben. Sehr, sehr spannend, also sehr inspirierend und es vermittelt wirklich viele, viele Einblicke in den Erwachensprozess und was darin in uns tatsächlich geschieht. Ich springe ein bisschen in dem Buch und habe mir noch eine Stelle ausgesucht, der Kristall des Quellbewusstseins in Atlantis. Dort beschreibt sie eine ihrer Inkarnationen in Atlantis, an die sie sich auf ihrem Weg dann irgendwann erinnern konnte. Jeshua hatte einige meiner Leben als Priesterin in verschiedensten Epochen der Erdgeschichte erwähnt und mich neugierig gemacht. Wie mochten diese Leben wohl ausgesehen haben? Ich nahm meine Frage mit nach innen und gab ihr Raum. Ich entzündete Räucherwerk, auch dies schien mir vertraut zu sein, und es klärte meinen Geist. Ich liebte den hellen Salbei, erklärte meine Stirn und ließ mich leichter schauen. Ich ließ meine Frage in mir schwingen und mich in sie hineinfallen. Nach einer Weile der Stille tauchten erste Fragmente von Eindrücken auf. Ich nahm plötzlich meinen Arm, bekleidet von einem hellen Priestergewand wahr. Den Ärmel und auch das unterste Ende zu meinen Füßen zierte ein goldenes Band. Das Gewand endete oberhalb meines Knöchels und ich trug goldenen Schmuck um die Fußgelenke. Ich war als Schülerin schon weiter fortgeschritten. Der Schmuck zeigte meine Stellung in der Priesterschaft an. Diejenigen, die erst begannen, trugen keinerlei Schmuck innerhalb der ersten 3 Jahre. Ich hatte mir meinen Schmuck verdient. Er erfüllte mich mit bescheidenem Stolz. Ich fügte mich als Schülerin ein, nahm geduldig alle Lehren auf und versuchte sie zu verstehen. Ich ordnete mich unter und entwickelte eine eigene Meinung, die ich jedoch für mich behielt, denn die Lehren sollten hier im Vordergrund stehen. Ich erkannte diese Wesenszüge aus meinem jetzigen Leben wieder. Ich hatte so vieles in mir unterdrückt. Ich war bescheiden und folgsam und fragte mich, worin wohl der Grund dafür lag. Mein Wesen hätte viel freier sein können, als ich es jetzt erblickte. Ich spürte jäh eine tiefsitzende Angst, den Weg zu meiner Göttlichkeit nicht zu finden, wenn ich etwas falsch machte.
Ich gab diesem Teil Verständnis und sagte ihm, er könne nichts falsch machen. Wir würden schon in die Rückverbindung finden. Mein Inneres erhellte sich und weitere Erinnerungen tauchten auf. Ja, vielleicht bekommst du schon einen Einblick, dass du diese Passagen für dich selbst nutzen kannst, denn sehr, sehr vieles, was sie hier beschreibt, ist auch in uns, sind auch Verletzungen in uns. Ja, und du kannst dann einfach für dich mitarbeiten mit diesen Beschreibungen, kannst dich auch nach innen sinken lassen mit der Bitte, zeige mir mal ein vergangenes Leben, liebes göttliches Selbst. Ja, also es ist rundherum wirklich sehr inspirierend. Umrisse von golden schimmernden Tempelhallen erschienen vor meinem inneren Auge. Ich sah prächtige, helle Gebäude, die von blühenden Gärten umgeben waren und wusste, dass es die Blütezeit von Atlantis war. Es gab viele Tempel, gemeinschaftlich genutzte Gebäude, die der Förderung von Fähigkeiten wie der Heilung, dem Erschaffen von Kristallen und anderer Materie, der Levitation, Klängen, der Kommunikation mit Sternenwelten, neuen Entwicklungen und vielen anderen Dingen dienten. Einen Tempel liebte ich dort ganz besonders. Er enthielt ein sehr ausladendes Wasserbecken, das einen 2 Meter hohen, eiförmigen Kristall in sich barg. Die Decke leuchtete golden und die Reflexionen des Wassers schmückten sie mit wunderschönem Lichterspiel. Dieser Tempel strahlte Erhabenheit, Reinheit und Klarheit aus und bot gleichzeitig eine Atmosphäre tiefer Geborgenheit. Tauch einfach mit ein und spür die Energie. Ich sah mich, wie ich mein Gewand ablegte und in das angenehm warme Wasser stieg. Anscheinend kam ich, wie auch andere Schülerinnen, regelmäßig hierher. Ich tauchte in das Wasser ein und lehnte mich an den Beckenrand an. Das Wasser wirkte wohltuend auf meinen Körper. Es enthielt lichte Schwingungen, die ein wenig unter meiner Haut zu dringen schienen. Es fühlte sich an, als würden sie energetische Verkrustungen in meinem Körper erlösen und sie einfach herauswaschen. Und auch du kannst dich jetzt geistig mit in das Wasser dieses Tempels legen. Geh einfach in die Absicht, dass es auch Verkrustungen aus dir herauslöst. Ja, Blockaden, Verhärtungen in deiner Energie. Während das mit hohen Schwingungen aufgeladene Wasser auf mich einwirkte, fühlte ich mich rein und erleichtert. Es klärte meinen Körper und versetzte mich in einen erhöhten Zustand. Die Schwere, die sich durch meine Gedanken und unterdrückten Gefühle in mir angesammelt hatte, wurde in diesem Wasser abgelöst. Mein Studium diente dem Erlernen ständiger Reinheit und Leichtigkeit. Wir lernten in dem goldenen Tempel, uns nicht von belastenden Gedanken und Gefühlen beschweren zu lassen. Gerade zu Beginn der Ausbildung gab es immer wieder Rangeleien unter den jungen Schülerinnen. Wir versuchten, unseren Platz zu finden und kleine Eifersüchteleien waren an der Tagesordnung. Wir nahmen die Probleme auch mit unseren Familien mit in das Tempelbecken hinein. Dieses Wasser förderte Einsichten, doch lange Jahre war ich nicht in der Lage, meine Gefühle und Gedanken wirklich loszulassen, um so zu verhindern, dass sie sich mit meinen Körperzellen geradezu verketteten. Ich studierte dort das, was Jeshua in seiner Einsamkeit auf dem Berg zutiefst verinnerlichen konnte. Ich brauchte einfach nur meinen Betrachtungswinkel zu verändern und meine Aufmerksamkeit aus jeglichem Drama herauszulenken. Warum hatten sie uns das hier nicht gesagt? Natürlich hatten sie es gesagt, aber es war noch sehr schwer für mich, die Lehren auch wahrhaftig zu begreifen und umzusetzen. Ich verstand es einfach noch nicht richtig. Es brauchte eine ganze Weile, um meine belastenden Gefühle zu wandeln und meine Perspektive dauerhaft in angenehme Zustände zu verlagern.
In der Mitte des Wasserbeckens leuchtete der faszinierende Kristall und zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Er war von einem separaten, runden Steinfries eingefasst und ragte majestätisch über die Wasseroberfläche. Die gesamte Atmosphäre in der heiligen Anlage war liebevoll und einladend, und auf seltsame Weise schien dieser Kristall eins mit dem Wasser zu sein. Ich glitt durch das Wasser zu ihm und wusste, dass ich jetzt nach mehreren Jahren der Schulung die Erlaubnis hatte, ihn berühren zu dürfen. Zuvor hätte ich seine hohen Energien nicht ertragen können, zu sehr wären sie mit meinen inneren Begrenzungen kollidiert. Nun fühlte ich mich bereit. So viele Jahre hatte ich mich gefragt, was wohl geschehen würde, wenn ich meine Hand auf ihn legte. Meine Aufmerksamkeit wurde sofort in eine tiefe Zentrierung gebracht und gleichzeitig schaute ich ins Innere des Kristalls. Zunächst konnte ich nur helles Licht erkennen. Ich spürte ein Gefühl von Klarheit und Neuordnung. Die Wahrnehmung der Ewigkeit begegnete mir hier wieder. Hier gab es keine Müdigkeit, keine Erschöpfung, keine Zeit, keinen Anfang und kein Ende. Ich erfuhr ein belebendes, fast ekstatisches Gefühl. Der Kristall vermittelte mir feinste Frequenzen aus dem Innersten der göttlichen Quelle. Er war ein Tor in Bereiche, denen meine ganze unerfüllte Sehnsucht galt. Das spürte ich augenblicklich. Wir Schülerinnen und Schüler waren in unserem bisherigen Bewusstsein noch gar nicht fähig, uns dort dauerhaft zu verbinden. Dazu war noch einiges an Reife, wie auch an Klärung unseres emotionalen und mentalen Energiekörpers nötig. Als ich den Kristall berührte, spürte ich auch, wie sehr ich mich nach Liebe sehnte. Wie sehr hatte mir in jenem Leben in Atlantis die Liebe einer Mutter gefehlt. Die oberste Priesterin des Tempels konnte diese Rolle nicht für mich ausfüllen. In dem Augenblick, als mir die mangelnde Liebe bewusst wurde, war mir, als würden unzählige mütterliche Hände mein Innerstes ganz sanft in tiefster Liebe berühren. Eine urmütterliche Liebe größter Reinheit durchströmte mich. Ich konnte mich vollkommen in ihr aufladen und ließ mich eine ganze Weile in den heilsamen Gefühlen treiben und heilen. Und diese urmütterliche Heilung darf auch für dich wirken. Die Liebe einer Mutter stand in meinem göttlichen Sein längst für mich bereit, auch wenn diese in meinem Leben gerade abwesend war. Die große liebende Mutter war auch ein Teil meines Selbst. Ich konnte die fehlende mütterliche Liebe nun aus einer höheren Ebene heraus empfangen, für die ich mich öffnen konnte. Die Wogen aus dem Kristall wurden immer stärker, je länger ich bei ihm verweilte. Ich wurde von Gefühlen nahezu überwältigt. Nach einer kleinen Weile, die mir wie eine Ewigkeit erschien, durchströmte mich goldweißes Licht, das mir alle Farben der Schöpfung offenbarte. Dieser Quellstrom enthielt alles, wie es sich mit menschlichen Worten nicht beschreiben ließ. Wogen der Glückseligkeit aus dem unendlichen Ozean der Göttlichkeit erfüllten mich. Was auch immer ich brauchte, erfüllte sich in diesem Zustand sofort und es gab keine offenen Bedürfnisse mehr. Etwas erschrocken ließ ich den Kristall wieder los, denn das hatte ich nicht erwartet. Obwohl alles, was ich brauchte, hier war, konnte ich es doch nicht annehmen. Es war noch zu früh für mich. Ich war noch nicht bereit. Mein Verstand, mein menschliches Selbst, die junge Schülerin, mit der ich mich identifiziert hatte, war mit dieser immensen Fülle noch überfordert. Mir fehlte Entwicklung, um diese einzigartigen Gefühle aufnehmen zu können. Als ich den Kristall losließ, fühlte ich mich sofort wieder getrennt, denn das Energiegefüge der Erde vereinnahmte mich noch zu sehr. Ich konnte diesen erhöhten Zustand noch nicht aufrechterhalten.
Ich durfte erst noch lernen, mich aus den Vereinnahmungen meiner Lebensumstände, meiner ungeklärten Identifikationen, Gefühle und Gedanken zu lösen. Ich durfte lernen, auch negative Gefühle und Gedanken anzunehmen, meinen Fokus anmutig aus ihnen herauszubewegen und gleichzeitig meine Göttlichkeit zu spüren. Auch hier erkannte ich es als meine Aufgabe, die noch mehrere Leben in Anspruch nehmen sollte. Dennoch genoss ich die Priesterzeiten. Ich spürte schon längst in mir, dass ich das Unbekannte entdecken wollte. Ich suchte nach etwas und diese Suche gab mir Antrieb. Ich war noch lange nicht bereit, es wirklich zu finden, denn dann könnte ich ja die Suche nicht mehr erleben. Diese Erkenntnis erleichterte mich. Ich hatte die Suche selbst herbeigeführt. Ich gab mir das Geschenk der Suche um der Erfahrung willen. Die Gefühle des Geheimnisvollen übten einen sehr großen Reiz auf mich aus. Wir schenkten uns selbst Reisen durch die Schöpfungswelten, um immer wieder neue Dinge zu erfahren. Wir kosteten die unendlichen Möglichkeiten der Quelle aus und entwickelten uns immer weiter daran. Wir waren erfüllt vom innersten Antrieb unseres göttlichen Kerns, der uns die Umfassenheit der göttlichen Quelle erleben ließ. Wir wurden fähig, immer höher schwingende Realitäten zu erschaffen. Ja, und das ist eine Wahl, eine Suche zu erleben oder sie dann auch irgendwann zu beenden und zu finden. Ja, es war mal ein kleiner Einblick in eins der Kapitel aus diesem Buch. Und du kannst wirklich mit den Energien mitschwingen und kannst dir dann einfach vorstellen, du bist mit Maria Magdalena an diesen Orten. Du kannst die Tempel in Atlantis für dich nutzen beim Lesen und einfach innerlich in die Wahl, in die Absicht gehen, die heiligen Frequenzen dieses Wasserbeckens oder dieses Kristalls in dem Wasser. Ja, das wirkt jetzt auch für mich. Ja, und da gibt es hier ganz, ganz viele Möglichkeiten, im Text mit einzutauchen. Zum Abschluss möchte ich dich dann gerne auf eine Heilmeditation einladen, die Begegnung mit deinem aufgestiegenen Selbst. Mach es dir dazu am besten ganz bequem. Du kannst sitzen bleiben, du kannst dich aber auch gerne hinlegen und dann am besten deine Augen schließen, damit du dich wirklich gut mit hineinspüren kannst. Lasse dich in die Stille sinken und tauche in deine innere Landschaft ein. Finde deinen Platz an einem Ort, an dem du dich sicher und geborgen fühlst. Tauche in deine innere, imaginäre Landschaft ein. Gehe an deinen inneren Wohlfühlort. Bitte nun deine Engel und geistigen Helfer zu dir. Sie stellen sich in einem Kreis um dich herum und heben deine Schwingungen jetzt sanft an. Stell dir das einfach vor und spüre das und es geschieht. Ja, wenn du sie bittest, sie heben deine Schwingungen jetzt unmittelbar an und es geht nach oben. Bitte nun, dass dein aufgestiegenes Selbst vor dich tritt und nimm wahr, wie es dir erscheint. Wie fühlt sich seine Ausstrahlung an? Wie sieht die Umgebung aus, in der sich dein aufgestiegenes Selbst zeigt? Nimm alle inneren Eindrücke, Bilder, Ahnungen an. Du musst keinen Farbfilm innerlich wahrnehmen. Es sind
oftmals so ganz flüchtige Eindrücke, Gefühle. Wie sieht die Umgebung aus? Wie sieht dein aufgestiegenes Selbst aus? Wie fühlt es sich an? Vielleicht erscheint es dir in einer bestimmten Landschaftsform oder inmitten von Farben, die dir helfen, das Gefühl für seinen Bewusstseinszustand besser wahrzunehmen. Ja, es ist dein aufgestiegenes Selbst in einer ganz, ganz hohen Schwingung, dein Selbst in seiner offenen Verbindung zur Göttlichkeit, zur Erleuchtung. Reiche ihm deine Hände und bitte es, dir nun alle passenden Impulse, Energien, das Wissen und die Weisheit zu übermitteln, die jetzt wichtig für dich sind. Ein Fluss von Informationen und Energien strömt nun durch die Brücke eurer Hände zu dir und erfüllt dein ganzes Sein. Empfange alles, was zu dir fließt. Du kannst dich auch innerlich so ein Stückchen zurücklehnen. Reich deinem aufgestiegenen Selbst die Hände und zieh die Energie zu dir. Ja, sende dir die Impulse, die Weisheit und du empfängst, du lässt es in dich hineinfließen. Beobachte und lasse geschehen. Empfange seine Energien, das Licht, das zu dir fließt, aus deinem aufgestiegenen Selbst. Genau, es ist ein wunderschöner Strom, der zu dir fließt. Und es verbindet dich mit diesem erhöhten Zustand. Wenn du magst, bitte dein aufgestiegenes Selbst um eine Botschaft oder stelle ihm Fragen. Seine Antworten werden als sanfter Gedankenfluss, als innere Bilder oder auch als spontanes Wissen zu dir kommen. Nimm dir einen Moment Zeit dafür. Lass die Antworten als sanften Gedankenfluss zu dir fließen. Nachdem alles geschehen ist, spüre nun hinter dich und stelle dir vor, dass dort die Vergangenheit deines jetzigen Lebens liegt. Sie enthält deine vergangenen Lebensjahre, dein junges Erwachsenensein, deine Teenagerzeit und Kindheit bis zu deinem Zeugungszeitpunkt im Mutterleib. Wende dich nun dem Feld deiner Vergangenheit zu, und lasse deine Weisheit zu all deinen Anteilen dort fließen. Einfach durch Absicht. All die Weisheit, die du in diesem Leben schon
gesammelt hast, die sendest du jetzt in das Feld deiner Vergangenheit. Dein inneres Kind, Teenager, Baby, alle Teile deines Selbstes und besonders jene, die irgendwann in der Vergangenheit verletzt wurden, können durch deinen aktuellen Entwicklungsstand, den du jetzt als Gefühl und Licht sendest, lernen und heilen. Ja, versorge sie mit deinem jetzigen Licht und mit deiner Weisheit und sie heilen in diesem Strom. Sie würden das Licht deines aufgestiegenen Selbstes noch nicht direkt annehmen können, denn es wäre noch zu hochfrequent für sie. Du bist nun der Vermittler zwischen deinem aufgestiegenen Selbst vor dir und den Seinsanteilen deiner Vergangenheit. Mit deiner jetzigen Weisheit sendest du ihnen genau die passende Intensität von Bewusstheit, die sie gerade annehmen können. Sie erhalten dadurch wertvolle Heilung, Wissen und Erwachensimpulse. Ja, lass es noch einen Moment fließen, sende ihnen das. Wenn dein aufgestiegenes Selbst vor dir steht, kannst du dir auch vorstellen, deine Vergangenheit liegt hinter dir. Du sendest deine Weisheit dorthin. Wenn du das Gefühl hast, dass genügend Austausch in die Vergangenheit geflossen ist, bitte darum, dass sich nun alle deine vergangenen Leben um dich herum versammeln. Und sende auch ihnen den Strom deiner Weisheit und Zuwendung. Stell dir einfach vor, all deine vergangenen Leben sind jetzt im Kreis um dich herum versammelt. So viele. Und aus deinem Herzen sendest du ihnen dein Licht, deine liebevolle Zuwendung und dein goldenes Licht der Weisheit. Diese Impulse lassen auch deine vergangenen Leben von deiner Entwicklung profitieren, sodass sie dein jetziges Selbst besser unterstützen können. Ja, du tauschst deine jetzige Weisheit mit ihnen aus, deine Liebe und Zuwendung, und viele unserer Anteile brauchen das. Sie heilen in diesem Licht, können sich besser integrieren und tauschen dann auch ihre wertvolle Weisheit mit dir im Hier und Jetzt auf. Spür mal und stell dir mal vor, dass aus jedem deiner vergangenen Leben ein wundervoller Strom zu dir fließt. Auch sie tauschen sich jetzt mit dir aus. Sie lassen ihre positive Weisheit, ihr Licht zu dir fließen. Nimm das mal auf in dir. Es fühlt sich so wundervoll an. Ja, und du kannst diese sehr kraftvolle Übung so lange und so oft du magst wiederholen. Du kannst immer mal wieder auch kurz darin eintauchen. Und so sind hier auch noch ein paar andere Heilmeditationen in den Kapiteln eingegliedert, die dich dann immer wieder einladen, auch für dich zu arbeiten und dein Erwachen weiter zu fördern. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen
wunderbaren Einblick in dieses Buch schenken und welche wundervolle Reise du dort mit Maria Magdalena erleben kannst, wie du auch davon profitieren kannst und mit den Energien und Bewusstseinsräumen dieses Buches wirklich ganz, ganz wunderbar für dich selbst arbeiten kannst und einiges sicherlich auch heilen und erlösen kannst damit. Dafür wurden diese Texte gegeben und diese Energien, und ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier dabei warst, und wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Lesen und mit diesem wunderbaren Buch. Vielen Dank. Tschüss, lass es dir gut gehen.